behold His name together. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Let's magnify the Lord so that He is seen more clearly. Psalm 34, verse 3. Let's exalt His name together by living pure and holy. Psalm 34, verse 3. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. And let us exalt His name together. So, dann fangen wir jetzt an mit der 21. Bibelstudie heute Abend. Wieder mal ein Donnerstag, wo Bruder Michael und Viktor sich zusammen mit mir über Skype eingefunden haben. Und die 21. Bibelstudie fängt an im Kapitel 14 im ersten Buch Mose, also Genesis, der erste Buch der Bibel. Und dann Vers 18, wir hatten da letztes Mal anscheinend mit Melchisedek aufgehört. Ja, und meine beiden Brüder sind immer ein bisschen faul, guten Abend zu sagen. Die werden sich dann im Laufe der Sendung wahrscheinlich melden. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal in die Lesung rein. Wenn sie was sagen, dann blende ich ihr Bild ein und dann sagen die auch mal guten Abend an die Zuschauer. Also, wir sind letztes Mal gekommen hier bis Kapitel 14, Vers 17. Ich fange dann nochmal bei 17 an, bevor wir dann hier in Vers 18 kommen. Als aber Abraham von der Schlacht gegen Kedorlaomer und die Könige, die mit ihm waren, zurückkehrte, ging ihm der König von Sodom entgegen in das Tal Shaveh, das ist das Königstal. Aber Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein herbei. Und er war ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Da gibt es ja eine Fußnote in der Schlachterbibel und die sagt, Melchisedek, der König der Gerechtigkeit, König von Salem, König des Friedens, wie auch in Hebräer 7 geschrieben. Interessant ist, dass wir hier Melchisedek, den Priester Melchisedek oder die Ordnung von Melchisedek, so wird das auch genannt, aus der Ordnung von Melchisedek in der Bibel, in total in drei Büchern vorkommen haben. Und zur Einfachheit nehme ich dann, was ich gerade eben rausgesucht hatte, in der König-James-Bibel. Das ist hier am leichtesten, da habe ich so eine Suchmaschine. Das gibt es vielleicht im Deutschen auch, aber ihr wisst ja, dass wir auch immer die König-James-Bibel nehmen, um dann die Verse des Deutschen daran zu messen, wie korrekt sie aus dem Englischen übersetzt sind. Und da lesen wir in Genesis 14, 18, was wir also gerade vorgelesen haben, in Melchisedek, King of Salem, brought forth bread and wine, and he was the priest of the Most High God. Und im Psalm 110, Vers 4 steht auch nochmal geschrieben, The Lord hath sworn and will not repent. Thou art a priest forever after the order of Melchisedek. Ja, also einmal haben wir es zu tun mit Melchisedek selbst, der hier als König von Salem angeführt wird und der ein Priester des höchsten Gottes ist. Und im Psalm 110 wird referiert nach Melchisedek bereits als die Order, also die Ordnung von Melchisedek. Mit anderen Worten, die Religion kann man fast sagen, ne? Weil er ist der Hohepriester, Melchisedek, das ist seine Religion. Also kann man, viele Leute gibt es, die sagen, von Melchisedek ist Jesus Christus. Nun, vielleicht können wir das noch besser herausfinden, wenn wir ins Neue Testament gehen. Da finden wir nämlich im Buch Hebräer ebenfalls die Vermeldung von Melchisedek. Was euch wahrscheinlich auffällt, ist, dass es hier im Englischen anders geschrieben ist. Und zwar haben wir es hier im Alten Testament geschrieben mit Z und K am Ende. Und im Neuen Testament ist es geschrieben mit S und C am Ende. Und in Hebräer 5,6 lesen wir also, as he saith also in another place, so wie er auch an anderer Stelle sagt, thou art a priest forever after the order of Melchisedek. Ja, du bist ein Priester für immer nach der Ordnung von Melchisedek. Und in Hebräer 5, Vers 10, called of God and high priest after the order of Melchisedek. Ja? Also von Gott benannt als Hohepriester nach der Order von Melchisedek. Nun, wenn wir jetzt hier reingehen in 5,10, dann sagt uns die Bibel aus dem Zusammenhang,
dass das hier spricht über Jesus Christus. So, und das können wir dann ja auch im Deutschen mal machen. Dann machen wir halt die Schlachterbibel auf im Neuen Testament. Mal sehen, dass wir es eben ganz schnell hinkriegen hier. Neues Testament. Und dann haben wir Hebräer hier, Brief Hebräer. Und dann brauchen wir Kapitel 5. Und da steht dann geschrieben, denn jeder aus Menschen genommene Hohepriester wird für Menschen eingesetzt in dem, was Gott betrifft, um sowohl Gaben darzubringen als auch Opfer für die Sünden. Also wir sprechen hier von den Priestern der Leviten, ja, also das ist im Alten Testament. Jeder aus Menschen genommene Hohepriester, weil nachdem jetzt Jesus Christus sein Opfer ein für alle Mal für uns gebracht hat, ist er der Hohepriester. Die Priesterschaft des Alten Testaments, die Leviten, die in Genesis 14, wo wir jetzt im Augenblick lesen, noch nicht mehr existieren, sind erfüllt. Ja, Jesus Christus ist ja nicht gekommen, um das Gesetz abzuschaffen, sondern um das Gesetz zu erfüllen. Und diese hohen Priester sind erfüllt worden. Es fährt fort in Hebräer zu sagen, ein solcher kann Nachsicht üben mit den Unwissenden und Irrenden, da er auch selbst mit Schwachheit behaftet ist. Ah ja, weil auch der Hohepriester hier bei den Leviten oder bei den Israeliten ist ja ein Mensch und von daher ein Sünder. Er hat mit anderen Worten die gleichen Merkmale wie auch ein römisch-katholischer Priester, der auch fehlbar ist und von daher euch nicht von euren Sünden befreien kann, wie die römisch-katholische Kirche fälschlicherweise natürlich lehrt. Und um dieser Willen, fährt die Bibel fort, muss er, wie für das Volk, so auch für sich selbst Opfer für die Sünden darbringen. Ja, wenn der Hohepriester einmal im Jahr in das Allerheiligste gegangen ist, dann musste er vorher erstmal eine Sünde für sich selbst machen, weil wenn er sich selber nicht, sage ich jetzt mal, erstmal sündenfrei gemacht hat durch die Rituale, die die Leviten vorgeschrieben haben, dann wäre er auf der Stelle vom Schlag getroffen worden, ne? Oder von Gott mit anderen Worten, der sich dafür gerecht hat, dass er Unreines an seinen Altar, an die Bundeslade kommt. Ja? Und deswegen muss dieser Hohepriester erstmal, wenn er für das Volk die Sünden hier opfern, durch die Opfer die Sünden reinwaschen will, erstmal das für sich selbst machen. Das ist etwas, das braucht Jesus Christus natürlich nicht, weil er ist der Einzige, der jemals ganz perfekt war. Jetzt machen wir ja fast eine Bibelstudie in Hebräer. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch beide. Zur Erklärung von Melchisedek. Was sagt ihr dazu? Guten Abend. Ach, guck mal. Da klickt, guten Abend. Da klickt das Heinzelmännchen. Ja, genau. Das Meinzelmännchen hier. Ja, wir sind ja nur einfach nur höflich und überlassen dir immer nur den Vortritt. Das ist ja der Grund, warum wir uns immer zurückhalten. Oh, ich gehe gerne mal einen Schritt zurück, Michael. Ich gehe gerne mal einen Schritt zurück. Bescheidenheit ist eine Zier, ne? Ja. Ja, die Erklärung ist insofern für mich stimmig, weil da in der Genesis ja drin steht, jetzt habe ich die Zeile nicht, irgendetwas mit König. Ne? Jetzt muss ich wieder rüberspringen. Ja, der König von Salem. Genau. Genesis 14, 18. Genau. Der König von Salem ist Melchisedek. Ja. Ja. Und was im Psalm wird derselbe dann erwähnt bereits als von der Ordnung von Melchisedek. Ja. Ja. Was ja ein interessantes Licht auf diesen Roman wirft, Brennen muss Salem. Ne? Aber gut, das ist ja jetzt eine Bibelstudie. Ja, oder Salem's Lot von Stephen King, diese Vampir-Sachen. Also von daher, Salem gibt ja auch in Amerika eine Stadt, die so heißt, Salem. Gibt es wahrscheinlich in vielen Ländern. Gut, aber das war ja jetzt nicht der Punkt, den wir hier besprechen wollten, liebes Heinzelmännchen. Es ging ja darum, dass wir sehen wollten, dass wir jetzt eben kurz in Hebräer weitergehen, um zu sehen, inwieweit uns das zum Verständnis von Melchisedek bringt. Ist das in Ordnung dann für dich? Ja. Na, wunderbar. Und was sagt unser Matrose an der Waterkantaton? Ja, machen wir weiter. Gut. Also. Und um dieser Willen muss er wie für das Volk, so auch für sich selbst Opfer für die Sünden bringen. Und dann fährt es fort in Vers 4. Und keiner nimmt sich selbst diese Ehre, sondern der empfängt sie, welcher von Gott berufen wird, gleich wie Aaron. Ja, also Priester wurden nicht gewählt vom Volk oder was, oder ernannt, sondern sie wurden von Gott berufen. Ganz großer Unterschied mit der römisch-katholischen Kirche, wo der Papst die Priester bestimmt. Ja? Ich hätte jetzt auch mal den Wortursprung von Melchizedek. Da steht nämlich in dem eSword-Software steht drin King of Right.
Also nicht links, sondern rechts. Wir wissen ja, wer zur rechten Gottes sitzt. Ne? King of Right, also der König des Rechts. Des Rechts, ja, oder der Rechten. Mhm. Melchizedek, an early king in Palästina, also Palästina, Melchizedek, also da mit Z geschrieben. Mhm. Ein früher König aus Palästina. Palästina. Genau. Ja, und jetzt bin ich jetzt mal die Suchfunktion am beglücken hier. Und es springt mir entgegen keine Entsprechung im Neuen Testament, aber eine Entsprechung im Psalm 110, Vers 4. Vers 4, ja, hatte ich ja auch schon bereits erwähnt hier, ne? Ja, ja. Das haben wir ja hier, ne? Ja, ja. Aber es gibt sonst also hier, zumindest in dieser Übersetzung oder in dieser Schreibweise, gibt es also keine weitere Entsprechung, dass meine Software jetzt finden würde. Nein, das ist richtig. Deswegen sage ich ja, im Alten Testament ist er geschrieben mit Z und K und kommt zweimal vor. Und im Neuen Testament ist er geschrieben mit S und C und kommt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Mal vor. In total 12 Mal. Und halt in Hebräer, was ich hier auf hatte, in Hebräer 5. Deswegen lesen wir das hier gerade eben, um mal zu sehen, was es in Hebräer darüber zu sagen gibt. Also, und keiner nimmt für sich selbst die Ehre, sondern empfängt sie, welcher von Gott berufen wird, gleich wie Aaron. Der wurde ja auch von Gott berufen. Ne? Gott hat zu Moses gesagt, ich berufe Aaron zu deinem Nachfolger. So hat auch der Christus sich nicht selbst die Würde beigelegt, ein Hohepriester zu werden, sondern der, welcher zu ihm sprach, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Also mit anderen Worten, der Vater hat ordiniert, dass Christus der Hohepriester der Menschheit wird. Ja, was sagt denn die Fußnote hier? Psalm 2,7, ja gut, okay, das ist nur ein Kreuzverweis dazu. Wie er auch an anderer Stelle spricht, Zitat, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Ja? Ja, und da sagt nämlich jetzt, dass Isort einen anderen Wortstamm vom hebräischen Ursprung 4442, Melchisedek, ein Patriarch. Er steht da tatsächlich nicht. Gut, ein Patriarch kann man dann beziehen auf zwei Personen, sage ich jetzt mal zwischen Anführungszeichen, nämlich einerseits auf den König von Salem, Melchisedek. Ein König ist ja ein Patriarch, ja? Ein König ist ja ein Patriarch, ein Herrscher. Und natürlich Jesus Christus, der ist der König aller Könige und der Herr aller Herren, ne? Ist auch ein Patriarch. Ja? Mhm. Okay, dann Vers 7. Dieser hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit lautem Rufen und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte. Und er ist auch erhört worden um seiner Gottesfurcht willen. Ja, dass es hier um Jesus Christus handelt, ist ja wohl deutlich, ne? Und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Ja, wir wissen ja noch, dass Jesus Christus vor seiner Kreuzung im Garten von Gethsemane gebetet hat und gesagt hat, lieber Vater, lass doch, wenn es möglich ist, diesen Becher an mir vorbeigehen, aber dein Wille geschehe und nicht meiner. Ja? Und nachdem er zur Vollendung gelangt ist, ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Jesus Christus ist der Gründer und Beender unseres Glaubens. So steht es geschrieben an anderer Stelle und hier in dieser Art und Weise noch einmal. Ja? Jesus Christus ist der Urheber und das Ende allen unseres Glaubens. Von Gott genannt, hoher Priester nach der Weise Melchisedeks. Also wir wissen ganz deutlich, hier ist dieser hohe Priester von Melchisedek, mit anderen Worten auch der König von Salem, figurativ Jesus Christus. Ja, da wir die Bibel ja geistig verstehen müssen, spirituell verstehen müssen, ist im Alten Testament, wenn wir hier in Kapitel 14, Vers 18 über den König von Salem sprechen, dann sprechen wir hier über eine, ja, im Grunde mehr oder weniger, ich will jetzt nicht das Wort sagen, sonst sagen viele Leute davon, dass das ist eine Verdrehung. Das ist fast eine Fleischwordung von Jesus Christus. Der Melchisedek schlüpft in die Rolle, die Jesus Christus gebührt hier. Ja, aber Gott göttlich ordiniert. Ja, deswegen bringt er Brot und Wein. Ja, das sollte uns doch ganz deutlich erinnern an das Abendmahl, das Jesus Christus instituiert hat. Ja. Ein weiterer Hinweis darauf, dass dieser Melchisedek hier eine Verkörperung von Jesus Christus ist. So verstehe ich das zumindest. Und da das eine Bibelstudie ist, darf ich ja mein Verständnis mal bekannt machen.
Ja, und da das eine Bibelstudie ist, wollte ich immer, immer darauf aufmerksam machen, dass du immer mit irgendwelchen komischen Piepstönen rüberkommst. Das heißt, dein Funkmikro wird wahrscheinlich gerade in Benutzung sein, richtig? Ja. Ja, das piept nämlich öfters. Ich weiß nicht, warum. Ja, weiß ich auch nicht. Ich sitze hier an meinem Computer direkt dran, ganz dicht. Ich höre und ich höre nichts piepsen. Also. Ja, bei dir piepst. Egal. Ja, bei mir piept's. Gut. Ja, wenn es zu schlimm wird, dann musst du es mal sagen. Nee, nee, aber du hast halt, da sind halt so teilweise so nach jedem sechsten, siebten Satz schon mal so Aussetzer drin. Ah, okay. Ja, dann sage ich nur noch drei Sätze und dann lasse ich über euch das Wort. Das ist vielleicht einfacher. Also, von Gott genannt, Hohepriester nach der Weise Melchisedeks. Und dann lesen wir zum Schluss in Hebräer Kapitel 5. Über ihn haben wir viel zu sagen. Und zwar Dinge, die schwer zu erklären sind, weil ihr träge geworden seid im Hören. Denn obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Das, meine lieben Brüder und Schwestern, ist auch heute so, wenn man in die Kirche geht, dann wird euch nur Milch gelehrt. Dann wird euch nur das Liebesevangelium gelehrt. Ach, Jesus Christus war ja so toll, durch an das Kreuz zu gehen und für all unsere Sünden zu sterben. Und er hat nur die Liebe gepredigt und liebe deinen Nächsten und liebe deine Feinde und liebe hier und liebe da. Da ist ja auch gar nichts gegen zu sagen. Aber doch nicht nur! Das ist Milchlehre, das ist für Säuglinge, die Milch vertragen. Ich bin ein erwachsener Christ und ich brauche Fleisch, ich brauche feste Nahrung. Und die feste Nahrung ist damit vor, mich zu warnen, nicht in den Abfall zu fallen, nicht mich falschen Leuten anzuschließen, mich nicht falschen Kirchen anzuschließen und mich davor zu warnen, wer der Antichrist hier auf dieser Welt ist, um mir genauso deutlich zu machen, wer Jesus Christus ist, mir genauso deutlich zu machen, wer der Antichrist ist. Das ist für Leute, die ein bisschen mehr Verstand haben und die feste Nahrung zu sich nehmen wollen. Und genau das wird hier damit gemeint. Ja, bitte, Michael. Ja, jetzt weiß ich schon gar nicht mehr nach deinen drei Sätzen, was ich alles sagen wollte. Ja, ist halt politisch korrekt, ne? Wenn du halt nur immer die schönen Sachen daraus filterst und die anderen Sachen nicht nennst, ne? Das halt einfach alles andere ist ja dann wieder Hassrede, ne? Wenn ich jetzt also auf die Bibel zurückgreife und jetzt die Ordinierungen da sehe und die Verwünschungen und die Strafen, dann ist es letzten Endes ja nicht mehr ganz so lustig, als wenn ich dann nur sage, ach, wir sind alle brüderlich und alle haben uns lieb und wir machen den Ringeltanz und tanzen unseren Namen und springen auf die Tische und spielen die Reise nach Jerusalem. Aber das ist ja nicht das, was die Bibel aussagt. Die Bibel sagt aus, es gibt halt einfach zwei verschiedene Samen, zwei verschiedene Linien, ja, in Genesis, drittes Kapitel, Vers 15, und dazwischen ist Feindschaft. Also ist nichts mit Friede, Freude, Eierkuchen, und da gehe ich jetzt auch keinen Millimeter zurück, also das ist das, was da drin steht. Da brauchst du für mich auch keinen Millimeter zurückgehen, Michael, das bin ich 100% auf deiner Seite. Ja. Ja, aber das ist eben nicht politisch korrekt, weil wenn man den Feind benennt, dann hasst man ja. Und Gott hasst nun mal halt einfach alle, die Verdrehung seines Wortes. Und im Endeffekt kommt die Abrechnung, kommt da zum Schluss. Man kann ja dann unendlich, als Mensch ja unendlich einen anderen lieben. Aber es gibt halt einfach Menschen, die sind halt durch und durch eben nicht dazu fähig, dem Wort zu folgen. Halt Gefäße, ne, wie du weißt. Aber der Unterschied ist doch jetzt, wenn ich mir nur ein paar Sachen da raussuche, die mir jetzt persönlich gefallen, ja, das ist dann eben nicht die Wahrheit. Und die Wahrheit ist nun mal halt einfach dann auch die bitter schmeckt. Ja, die Wahrheit ist, dass wir auch nicht alle Menschen erreichen können. Was wir ja sehen bei unseren Klickzahlen, ne? Ja. Aber die Wahrheit ist halt einfach diejenige, die sehr unbequem ist. Und viele gehen einfach den bequemen, breiten Weg, Broadway, ne? Ja. Und picken sich halt das raus, was für ihre Lebensführung dann halt am einfachsten ist. Und man muss dann halt einfach die Couch nicht verlassen. Und dann hat man halt neben in einer sogenannten Netflix-Matrix. Aber das hat halt mit der wirklichen Wirklichkeit nichts zu tun. Ich denke, die Wahrheit selber kann halt derjenige vertragen, der auf dem festen Fundament steht. Und dieses Fundament ist halt einfach die Bibel. Und deswegen machen wir die Studie hier auch. Ja. Du bringst gerade eine interessante Sache zur Sprache, deswegen muss ich hier mal ganz eben runterscrollen bei all meinen Favoriten hier. Ich habe die Seite hier ganz unten, ich muss sie mal ein bisschen weiter hoch machen. Lass mir die mal eben in einem neuen Tabblatt hochmachen. Du sagtest, was wir auch in unseren Klickzahlen sehen.
Ich habe ja schon des Öfteren mich aufgeregt darüber, so viele Abonnementen zu haben, inzwischen knapp 12.000, und so wenig Klicks auf meine Videos zu kriegen. Und dann bin ich auf diese Seite von Analytics, also Analyten, gestoßen auf YouTube. Und weißt du, was mir diese Seite tolle Informationen gibt? Die sagt hier, Abonnementen, also Abonnenten, die alle Benachrichtigungen für den Kanal aktiviert haben, sind auf meinem Kanal 17,6%. Typisch auf YouTube ist zwischen 10 und 30. Da liege ich mit 17,6 knapp über dem Durchschnitt. Ja? Also 10 bis 30, dann ist 15% der Durchschnitt. Liege ich mit 17,6 drüber. Ich bin ja auch am 17.06. geboren. Hat vielleicht damit zu tun. Weiß ich gar nicht, wie sie hier die Zahlen manipulieren. Jetzt geht schon wieder los mit Kamala. Jetzt. Nee, wie sie die Zahlen manipulieren, weiß man ja nicht. Wie kommen wir auf 17,6 genau? Also das entspricht 2099 meiner Abonnenten. Und zwar sowohl der Amerikaner als auch der Europäer. Ja. Ist ja auch wichtig, das sieht man ja woanders. Hier in Deutschland sehen wir 52,2% und englischsprachig haben wir 11,2% und 2,4%, also gerade mal 13% meiner Abonnenten auf Joggler 66 sind deutschsprachig, der Rest sind englischsprachig, der Rest sind deutschsprachig, 52,2%. Aber halt, wie gesagt, es gibt nur 2100 knapp, die alle Benachrichtigungen aktiviert haben und Abonnenten, die alle Benachrichtigungen für deinen Kanal aktiviert haben. Typisch auf YouTube 5 bis 20, bei mir 10,2. Gerade etwas über der Mitte, 1213. Ja, wenn man das weiß, wenn diese Zahlen der Wahrheit entsprechen, wo ich keinen Zweifel dran habe, aber wenn man das weiß und dann misst man die 11.900 und was habe ich denn an Abonnenten jetzt? Also steht ja hier jetzt gar nicht drauf. Ich glaube 11.900 und ein paar zerquetschte waren es vorhin, als ich guckte. Dann macht das auf einmal Sinn, dass man so wenig Klicks hat auf seine Videos. Und das ist das, was ich immer gesagt habe. Was bist du mit Abonnenten, die sich nicht benachrichtigen lassen, wenn du neue Videos bekommst? Die Seite könnt ihr euch dann nachher auf eurem Kanal auch mal angucken und dann könnt ihr ja mal sehen, wie das bei euch ist. Bei mir ist das halt so und mich wundert jetzt im Grunde gar nichts mehr. Und deswegen habe ich jetzt auch meine Politik von Hochladen von Videos grundlegend geändert. Und das werdet ihr in der nächsten Zeit noch merken. Im Augenblick lade ich jeden Tag ein neues Video hoch. Zwar in Englisch, weil ich bis zum 27. Juli Pause mache. In Deutsch, aber bis zum 27. lade ich jeden Tag ein neues englischsprachiges Video hoch. Und dann habe ich noch immer massenweise hier liegen, was ich hochladen muss. Aber das erklärt mir jetzt diese Zuschauerzahlen. Da wollte ich nochmal ganz kurz drauf eingehen, Michael, weil du das gerade zur Sprache gebracht hast und ich erst vor ein paar Tagen auf diese Seite der Analytics gestoßen bin. Möchtest du auch was zu sagen? Nö, ich bin jetzt nicht da so ein Klickfetischist. Also ich denke immer, das kommt auch ein bisschen auf unsere Qualität drauf an. Und der eine kriegt es halt früher mit, der andere später, die meisten leider gar nicht. Aber es kommt ja noch drauf an, dass wir die richtigen Leute dann erreichen. Und die können es ja dann auch wieder multiplizieren. Die können ja dann Multiplikator spielen. Man kann es ja dann auch immer auf anderen Medien dann auch noch hochladen und kopieren und so. Deswegen finde ich es eigentlich ein schöneres Kompliment, wenn man unsere und deine Videos bei anderen Kanälen gespiegelt sieht. Das ist, finde ich, immer ein schönes Kompliment irgendwo. Oh ja, da musst du mal dir die Mühe machen und Romanismus und die Reformation googeln. Da bekommst du, ich habe letztens auf Firefox das gemacht, da habe ich, glaube ich, 5 Seiten bekommen. Natürlich sind einige von meinen eigenen, aber das sind unglaublich viele, die die Videos von Romanismus und die Reformation gespiegelt haben auf Webseiten und anderen Kanälen und sowas drum und dran. Also das finde ich schon auch sehr schön, ja. Ist mir auch aufgefallen. Und außerdem bin ich kein Klickfetischist. Es geht mir nur darum, dass wenn ich mir die Mühe mache, ein Buch zu lesen, wo ein anderer sich die Mühe gemacht hat, wie zum Beispiel jetzt Viktor, der ja auch irgendwo noch hier im Hintergrund zuhört heute, der 2 Bücher inzwischen übersetzt hat, mehr oder weniger, nämlich Hinter den Diktatoren komplett alleine und Herrscher des Bösen zum großen Teil doch, also zumindest doch die Feinarbeit den größten Teil gemacht hat, das kann man ja nun mal ganz ehrlich sagen. Die Basis hat der Stefan gelegt, dafür auch noch herzlichen Dank. Aber die Feinarbeit, und so wie das Buch heute draußen ist, das hat Viktor gemacht und der feilt dann noch jeden Tag dran rum. Hat heute oder gestern gerade erst noch eine neue Version rausgebracht mit einem neuen Titelbild von Hinter den Diktatoren hinten dran. Dann ist es einfach nur schade, wenn 300 oder 350 Leute so ein Video angucken oder jetzt mit Herrscher des Bösen 200. Das ist einfach nur schade, wenn man sich so viel Mühe macht dafür, verstehst du? Unser ganzes Herzblut ist da drin, also so ist es bei mir zumindest. Meine ganze Leidenschaft, mein ganzes Herzblut, mein ganzer
physischer und psychischer Schweiß steckt da drin. Und dann ist es halt schade, wenn man nur so wenig erntet. Auf der anderen Seite, ja, hier und da bekommen wir mal Kommentare von Leuten, die sagen von, wir sind durch das und das Video oder durch das und das, was du, Jörg oder Michael oder Viktor gesagt haben, dadurch sind wir drauf gekommen, dass das die Wahrheit ist und das hat uns zu Gott geführt. Oder dadurch haben wir erkannt, dass Gott uns zu ihm führen will. Ich möchte es mal so ausdrücken, auch wenn die meisten Leute das so noch gar nicht begreifen in dem Moment. Und ein schöneres Geschenk kann man uns natürlich gar nicht machen. Ne? So, also von den Klickschwangeren, dann jetzt mal eben wieder ein bisschen zum Thema der Bibel, wo wir also in Hebräer Kapitel 5 waren, die letzten Verse, wer nämlich noch Milch genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger, er ist ein Baby, der an den Brüsten seiner Mutter hängt und Milch säuft. Die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Tja, soweit also in Hebräer. Noch einmal um den Melchisedek, den wir hier zur Sprache bringen wollten, habt ihr ja gesehen, haben wir das hier gesehen, Hebräer 5 und dann haben wir das auch noch in Hebräer 6, 7, deswegen lese ich die jetzt nicht alle mal vor, aber es ist wichtig, dass wir hier halt darüber sprechen, über die Ordnung von Melchisedek oder hier auch, thou art a priest forever after the order of Melchisedek. Wir wissen ja, der Einzige, der für immer ist, ist derjenige, der schon immer war, ist und immer sein wird, Jesus Christus. Du bist ein Priester für immer nach der Order von Melchisedek. Also, zum besseren Verständnis nochmal, dieses Melchisedek haben wir uns jetzt hier gelernt, ist im Kapitel 14 von Genesis, Vers 18, hier einmal angebracht, ist ein, ich sag's mal so, Synonym für Jesus Christus, ja, während der Melchisedek hier, also eine wahre, eine echte Person anscheinend, König von Salem Brot und Wein herbeibrachte, was eben auch gedenken lässt an das Abendmahl, das Jesus Christus ja ordiniert hat, bevor er ans Kreuz ging, davor gab es das ja nicht. Und er war ein Priester Gottes des Allerhöchsten, ist also eine Verweisung im Grunde auf Jesus Christus. So, machen wir nochmal das Bild der Bibelstudie hier. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham vor Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Ja, er ist der Besitzer des Himmels und der Erde und nicht der Papst. Und gelobt sei Gott, der Allerhöchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Hier haben wir also die Gründung des Zehnten, ja, des zehnten Teils, was man besitzt, oder dem zehnten Teil von dem, was man verdient, um das als, im Englischen heißt es Tithing, ja, also als Gabe zu geben an denjenigen, der eben der Priester ist, ja, weil gibt es hier den Melchisedek, der nicht nur König ist, sondern der eben auch Priester von der Ordnung von Melchisedek ist, des Allerhöchsten ist, also später dann der Ordnung von Melchisedek. Also hiermit wird natürlich begründet, dass man dem Priester oder dem, ich will jetzt nicht Orden sagen, das verstehen die Leute dann verkehrt, weil sonst denken die noch, dass ich sage, man muss den römisch-katholischen Orden Geld geben. Auf gar keinen Fall. Aber dass man halt denjenigen, die die wahre Bibellehre lehren, die von Gott auserwählt sind, um die Wahrheit zu lehren, um in diesem Fall, wie wir heute im Neuen Testament sagen, das Evangelium zu lehren, um hier in diesem Fall davor zu sagen, als Priester Gottes auftreten und die Sünden wegnehmen durch die Opfergaben, die gebracht werden, später in Levitikus, wenn wir das lernen werden, wenn das Volk der Leviten als Priestervolk da herangezogen wird. Jetzt muss ich meinen Satz probieren, zu Ende zu bringen. Da muss ich erstmal denken, was habe ich denn am Anfang gesagt. Also, das ist der wichtige Punkt, den wir hier behalten müssen, dass hier der Melchisedek eben ordiniert wird, mehr oder weniger den Zehnten von allen Einkünften oder was zu bekommen. Und darauf beruft sich selbst heute immer noch die römisch-katholische Kirche. Nur die dreht das inzwischen um,
Weil bei der römisch-katholischen Kirche, das wissen wir ja leider, ist es nicht so, dass sie 10% kriegt und wir behalten 90. Nee, da ist es eher so, dass die 90% kriegt und wir behalten 10. Und das ist dann wieder mal ein wunderbarer Beweis dafür, dass in diesem Antichristensystem alles 180 Grad umgekehrt ist, von wie es in der Bibel ist. Weil, wenn in der Bibel steht, gib dem Priester oder dem Priestertum den Zehnten, dann sagt der Papst, gib dem 90% und behalte selbst den Zehnten. 180 Grad umgedreht. Und so ist das ja wohl in der Gegend, wo wir, oder in der Welt, in der wir heute leben. Nicht wahr? Ja, meine Brüder, wenn ihr da irgendwelche Bemerkungen oder Fragen zu habt, dann höre ich es immer gerne. Ich bin hier ja kein Alleinunterhalter. Wir wollten ja eine Bibelstudie zusammen machen. Ja, du redest ja immer so schnell. Da gibt es noch in 1. Mose 28, 22 auch einen Bezug auf den Zehnten. Lese ich gerade hier. Ich lese hier gerade verschiedene Webseiten wegen dem Zehnten. Ich hatte eigentlich jetzt die Bibelstelle aus dem Neuen Testament gesucht, aber jetzt doch so schnell nicht gefunden. Und deswegen kann ich ihn nicht vorlesen, weil ich ihn nicht aus der Schlachter 2000 habe und ich weiß, worauf welche Bibel sich dieser Vers bezieht. Ja, du scrollst gerade. 1. Mose 28, 22. Genau. Und dieser Stein, den ich als Gedenkstein aufgerichtet habe, soll ein Haus Gottes werden. Und von allem, was du mir gibst, will ich dir gewisslich den Zehnten geben. Aha. Gut. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert im Kontext. Also da kriegt er quasi den Zehnten wieder. Dazu müsste man das ganze Kapitel lesen, um das zu verstehen. Ja. Ich denke auch, ja. Das ist eben das Problem, wenn man immer nur hier und da mal einen Vers zitiert, dass man das oftmals aus dem Zusammenhang reißt und dann nicht im Zusammenhang richtig versteht. Ja. Aber Jakob legte ein Gelübde ab und spricht, wenn Gott mit mir sein und mich behüten wird auf dem Weg, den ich gehe und mir Brot zu essen geben wird und Kleider anzuziehen und mich wieder mit Frieden heim zu meinem Vater bringt, so soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich als Gedenkstein aufgerichtet habe, soll ein Haus Gottes werden. Und von allem, was du mir gibst, will ich dir gewisslich den Zehnten geben. Das war hier die Nacht, wo er mit Jesus gekämpft hat. Ja, Jakobs Himmelleiter, ne? Jacobs Ladder. Ne? Man ihm das Becken da verrenkt hat, ne? Ja. Er hat ihm nicht das Becken verrenkt, nein, er hat ihm in die Leiste gefasst. Oh, die Leiste. Nicht und wenn man ihm in die Leiste fasst, dann ist das ein Ausdruck, ein besonderer Ausdruck eines Schwurs, eines Eides. Ja? Nach dem Motto, ich sage das mal in Plattdeutsch, wenn ich dich bei den Eiern packe und du schwörst einen Eid, wenn du den brichst, dann drücke ich zu. Das ist nun mal die gefühlteste Stelle bei einem Mann. Ich habe letztens noch ein Video gesehen, wo einer, das war zwar in Englisch, der das erklärt hat und der das wunderbar erklärt hat, wie das damit zusammenhängt. Ja? Also tatsächlich, dieses in die Leiste fassen ist ein Begriff dafür, dass man damit ein Eid festmacht. Und im Alten Testament wurden ja noch viele Eide geschworen. Ne? Im Neuen Testament ist das wieder eine andere Sache. Wir dürfen ja nicht. Nee, das ist ja auch in Ordnung. Deswegen ist es immer witzig, wenn man im Gericht dann dazu verpflichtet wird, auf die Bibel zu schwören. Ne? Ja, ich würde dem Gericht dann ganz deutlich sagen, dann müssen Sie mal annehmen, dass mein Ja ein Ja und ein Nein ist. Ich schwöre nicht. Mein Gott verbietet es mir. Ja, aber dann siehst du mal, wie raffiniert das alles ist. Ne? Der normale Kirchengänger, der würde da ja gar nichts Böses vermuten. Ne? Na, aber hier in dieser Welt ist es ja sowieso. Das fängt ja schon mal an mit Amtseiden und Treueeiden. Das fängt schon mal an damit, wenn du in der Bundeswehr bist. Ich schwöre, dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und so weiter und so weiter. Da fängt es ja schon an. Da bist du ja schon. Und da musst du am Ende noch sagen, so wahr mir Gott helfe. Ja, aber wenn Gott mir hilft, dann muss ich diesen Eid gar nicht schwören. Und dann muss ich vor allen Dingen auch gar nicht in irgendeine Militärordnung gehen, die nur dafür da ist, um andere Menschen zu verletzen, wenn nicht gar zu töten. Also über das Heuchlerische in dieser Welt brauchen wir da gar nicht drüber anfangen. Da machen wir keine Bibelstudie, dann sind wir die nächsten 24 Stunden mit der Diskussion beschäftigt, die uns leider doch nirgendwo hinbringt. Aber interessant ist natürlich der Punkt, den du hier rausgeholt hast mit dem Zehnten. Ja, und wo, du hast noch einen Punkt, wo das drin stand, Michael? Hm.
Das ist in, ja, 1. Mose 28, 22. Ja, und dann hat es noch eine Stelle, oder nicht? Hebräer 7, 4. Ach, wieder Hebräer. Ja. Hebräer. 2. Mose 16, 33. Also, was denn noch? Ja, alles. Es gibt so viele Stellen dazu. 2. Mose 16. Und dann was? 16, 33. 33. Und Mose sprach zu Aaron, nimm einen Krug und fülle einen Gomach voll Manna hinein und stelle es vor den Herrn, zur Aufbewahrung für eure Nachkommen. Wie der Herr dem Mose geboten hatten, so stellte es Aaron dort vor das Zeugnis zur Aufbewahrung. Das hat aber jetzt nichts mit dem Zehnten zu tun. Das hat mit dem Brot zu tun. Steht auf meiner Webseite so, die ich gerade rausgeflüchtet habe. In Isort? Nein, auf einer Bibelseite hier. Deswegen sage ich ja, ich habe jetzt nicht den Schlachtertext. Gut, aber 2. Mose 16,33. Ich glaube dir das, aber wie gesagt, Exodus 16,33. Ich habe hier eine ganz andere Übersetzung, deswegen bin ich immer vorsichtig. Ja, okay, gut, also hier steht nichts drin. Und da hattest du noch was in Hebräer, sagst du? Moment. Ja, 7,4. Okay, ja, Hebräer 7,4. Da steht es ja schon in der Überschrift. So seht nun, wie groß der ist, dem selbst Abraham, der Patriarch, den Zehnten von der Beute gab. Ja. Und das verweist hier, das verweist hier natürlich genau auf das, was wir gerade eben gelesen haben. Ne? Will ich dir den Zehnten von allem geben. Hier. Und gelobt sei Gott, der Allerhöchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Oder in Hebräer, wo es dann steht, so seht nun, wie groß der ist, dem selbst Abraham, der Patriarch, den Zehnten von der Beute gab. Mit anderen Worten, der Patriarch, das heißt hier mit anderen Worten, Abraham ist der Größte auf Erden, ein Patriarch. Von daher auch, dass man das natürlich gut anwenden kann auf den König von Salem, wie wir davor gelesen haben. Und er ist der Größte. Ja? Aber selbst dieser Größte gibt den Zehnten von seiner Beute ab. Ja? Und hier gibt er halt dem Priester den Zehnten. Gut, fahren wir fort. Das war ja auch damals aus einem anderen Grund, da gab es ja keine Kirchensteuer. Ne? Ja, logischerweise im Alten Testament nicht. Ne? Aber später kamen ja dann die Leviten, die ja dann auch eben nicht, also die nicht landläufig erwerbstätig waren, um das mal so auszudrücken. Und deswegen, da gibt es ja dann noch die ganzen Bestimmungen, was den Leviten dann gehört. Aber da gab es halt eben nicht die Institution Kirche, dass man jetzt da sagen würde, okay, ne, da muss man jetzt, da wird man jetzt automatisch in irgendeiner Art und Weise vom Staat zu verpflichtet, sondern ich finde das halt irgendwie so ganz lustig. Da gibt es ja von, wie heißt denn der, Tertullian oder so? Tertullian, genau. Gibt es ja diesen Spruch, je korrupter der Staat, desto mehr Gesetze hat er. Ne? Ja, und, das stimmt, ja. Gott kommt ja mit 10 Geboten aus eigentlich. Ja, und die erste Platte, die sie gefunden haben, damals in Sumer oder was, ist eine Gesetzestafel, da stehen glaube ich 631 drauf. Ne? Ja, und heute eine ganze Menge auf jeden Fall, ja. Und heute füllst du ganze Bibliotheken damit. Ja. Gut. Und der König von Sodom, also Melchisedek, sprach zu Abraham, gib mir die Seelen und die Habe behalte für dich. Ja, das ändert die römisch-katholische Kirche ja auch, ne? Wir machen sie dumm, mach du sie arm, ne? Abraham aber sprach zu dem König von Sodom, ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, zu Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde, dass ich von allem, was dir gehört, nicht einen Faden noch Schuhriemen nehmen will, damit du nicht sagen kannst, ich habe Abraham reich gemacht. Nichts für mich. Nur was die Knechte gegessen haben und den Teil der Männer Aner, Eschkol und Mamre, die mit mir gezogen sind, sie sollen ihren Anteil nehmen. Ja, und das bringt uns an das Ende des 14. Kapitels. Es sei denn, dass da jetzt noch irgendwelche besonderen Bemerkungen, Fragen oder sonstige Kommentare von Viktor oder Michael kommen. Nein, ich bin gerade was am Nachgucken. Von mir kommt jetzt erstmal nichts.
Und Viktor, wie steht's mit dir? Nee, an sich soweit denke ich, haben wir das ganz gut aufgeschlüsselt. Oder beziehungsweise in erster Linie du. Naja, mit eurer Hilfe natürlich. Dafür machen wir das hier zusammen. Also dann gehen wir in das erste Buch Mose, Genesis Kapitel 15. Gott verheißt Abraham einen Sohn und schließt einen Bund mit ihm. Nach diesen Begebenheiten geschah es, dass das Wort des Herrn an Abraham in einer Offenbarung erging. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham aber sprach, O Herr, Herr, was willst du mir geben, da ich doch kinderlos dahingehe? Und Erbe meines Hauses ist Elisa von Damaskus. Und Abraham sprach weiter, siehe, du hast mir keinen Samen gegeben, und siehe, ein Knecht, der in meinem Haus geboren ist, soll mein Erbe sein. Doch siehe, das Wort des Herrn erging an ihn. Dieser soll nicht dein Erbe sein, sondern der aus deinem Leib hervorgehen wird, der soll dein Erbe sein. Und er führte ihn hinaus und sprach, sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so soll dein Same sein. Das hört sich jetzt schon so ein bisschen an wie so ein Vorgeschmack auf Hiob, ne? Sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Ja, ja, ist richtig. Das kommt in einer abgewandelten Form so in Hiob auch vor, ja. Und Abraham glaubte dem Herrn. Und das rechnet er ihm als Gerechtigkeit an. Das ist ein so wichtiger Satz. Da sollten wir nicht so mal eben drüber hinwegschauen. Denn machen wir nochmal hier eben eine Seite auf. Ich habe ja irgendwo noch Platz hier, ne? Schlachterbibel. Wo ist denn die hier? Da. Schlachterbibel. 2000. Römer. Das Buch der Römer. Und oh, ich weiß, was jetzt kommt. Kapitel. Der Gerechte wird durch Glauben leben. Wie gut, dass du die Bibel kennst. Ja, Martin Luther, ne? Ja. Römer Kapitel 1, Vers 17. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit aus Gottes Glauben. Was steht hier? Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er, Gott, ihm, Abraham, als Gerechtigkeit an. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und das kommt dann nochmal in dieser Form vor im Buch Habakuk im Alten Testament, Kapitel 2, Vers 4. Ich schimpfe oft auf die Schlachterübersetzung, aber hier gefällt mir das ziemlich gut, dass im, im Vers 6 genau, ja, dass das rechnete er, dass er groß geschrieben ist. Das gefällt mir sehr gut. Ja, wobei ich da auch schon bereits verschiedene Meinungen drüber gehört habe, dass das er und ihm und sein und im Grunde nicht alles groß geschrieben werden muss, aber dass das hier und da eben öfter mal passiert. Ich persönlich finde es auch gut. Das ist das wenigste an Ehre, was man ihm geben kann, ne? Genau. Und Abraham glaubte dem Herrn und diesen Glauben rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Und er, also Gott, sprach zu ihm, ich bin der Herr, der dich von Ur in Chaldäa herausgeführt hat, um dir dieses Land zum Erbbesitz zu geben. Wir erinnern uns, Abraham hat vor kurzem den Befehl vom Herrn gekriegt, um aus dem Land herauszugehen, das er gewohnt hat, das mit Sack und Pack zu verlassen und im Vertrauen an Gott dahin zu gehen, wohin Gott ihn schickt. Und das wird hier noch einmal eben wiederholt. Ich bin der Herr, der dich von Ur in Chaldäa herausgeführt hat. Und der Grund, warum ich das getan habe, auch habe ich es dir damals nicht gesagt, du bist nämlich nur im Glauben an mich gegangen. Ich habe das getan, um dir dieses Land zum Erbbesitz zu geben. Abraham aber sprach, Herr, Herr,
Woran soll ich erkennen, dass ich es als Erbe besitzen werde? Und er sprach zu ihm, bring mir eine dreijährige Kuh und eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Widder und eine Turteltaube und eine junge Taube. Und bevor wir jetzt weitergehen, sollten wir uns eben mal kurz überlegen, warum fragt Gott, diese fünf Tiere zu ihm zu bringen. Ich hätte noch was anderes reinzuwerfen gerade. Ja, bitte, dann mach das. Mir ist der Vers 7 gerade so ganz auffällig gewesen. Nein, bitte nicht mein Bild jetzt. Ich muss zwei Bibeln gleichzeitig lesen jetzt. Kannst du nochmal zurückgehen, danke. Es wird da gesagt, und er wieder groß geschrieben, also Elohim, Gott, ja, sprach zu ihm, ich bin der Herr, der dich von Ur in Chaldäa herausgeführt hat. Ja, und wenn du jetzt überlegst, da kommt ja noch ein bisschen später. Ja, ja, Exodus 20:1, da muss ich ja auch dran ganz denken. Genau, ganz genau. Aus ich bin Ägypten. Der Herr, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Land der Knechtschaft herausgeführt habe. Ganz richtig, da habe ich auch dran gedacht, ja. Ja. Ja, ja, genau, okay, dann waren wir weiter im Kapitel. Ach so, ja. Ja, das war es jetzt einfach nur. Ja, okay, okay. Ja gut, dann kannst du mir ja vielleicht auch sagen, was ist denn dein Gedanke, wenn wir da jetzt drüber sprechen? Und Gott sagt zu Abraham, bring mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Widder, eine Turteltaube und eine junge Taube. Warum sagt er das hier? Was sind das für Tiere? Wie kommt der ausgerechnet hier auf diese Tiere? Das muss doch einen Grund haben. Ja, ich müsste jetzt nachgucken, weil ich mich jetzt mit Tieren zwar gut auskenne, aber nicht mit der Ordination der Tiere. Ich würde mal denken, dass es reine Tiere sind. Ne? Ich möchte dir dann gerne damit helfen und damit wahrscheinlich auch unseren Zuschauern. Es sei denn, Viktor kann vielleicht mal sagen, was damit gemeint ist. Vielleicht weiß er es ja. Also die Taube erinnert mich natürlich noch an die Geschichte mit Maria. Ne? Ja, du bist auf dem richtigen Pfad. Ja, 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 erzähl. Naja gut, da hieß es ja dann, wenn also die Braut, wie hieß die noch, die Brautjungfer oder die Braut, wie auch immer, nicht in der Lage war, einen... Ja, bei Maria, Entschuldigung, ging es um die Reinigung nach der Geburt. Die Reinigung nach der Geburt, wenn sie nicht in der Lage ist, dieses und jenes Tier beizubringen, dann geht's auch, dann könnte man auch Tuchteltauben nehmen, glaube ich. Genau das ist das, was ich meine, Michael. Genau das ist das. Es steht hier geschrieben, bring mir eine dreijährige Kuh, also eine Kuh oder einen Bullen, die ja später eben auch als Opfertier gebraucht werden, eine dreijährige Ziege oder ein Schaf und einen dreijährigen Widder, Bock, und eine Turteltaube und eine junge Taube. Die ersten drei sind die Tiere, die die Leute später den Priestern von Levit, also den Leviten, bringen, wenn sie ihre Sühnopfer, ihre Schuldopfer und ihre ganzen verschiedenen, ich habe jetzt die ganzen Namen der ganzen verschiedenen Opfer nicht im Kopf, wenn sie die in den Tempel bringen und diese Tiere schlachten lassen für die Vergebung ihrer Sünden. Weil wir wissen ja, das ganze Alte Testament ist aufgebaut auf dem Schlachten von Opfertieren und das Blut dieser Tiere steht symbolisch für das Blut Jesu Christi. Das Blut der Tiere hat niemals irgendeinen Menschen von irgendeiner Sünde befreit. Das ist immer der Glaube daran, dass das Blut eines unbefleckten Tieres die Sünde wegnimmt. Und das unbefleckte Tier, das Blut des unbefleckten Tieres steht symbolisch für Jesus Christus, der unbefleckt ist, der heilig ist, der rein ist, der sündenfrei ist und eben ans Kreuz ging und sein Blut für uns vergossen hat. So. Und diese Tiere, die hier aufgezählt sind, sind die Kuh oder Ochse oder Bulle, Widder und Ziege. Das sind die für die reichen Leute, für die, die Geld haben. Und wenn man eben weniger Geld hat, dann kann man eben auch eine Taube bringen, Turteltaube oder eine junge Taube. Und das ist genau das, was Maria gemacht hat, als sie aus dem Wochenbett kam und in den Tempel ging, um sich zu reinigen. Sie hat nämlich kein Geld gehabt. Maria war nämlich eine Arme. Im Gegensatz zur Lehre in der römisch-katholischen Kirche, wo sie ja die Himmelskönigin ist und übersät mit Gold und Edelstein und Purpur und was weiß ich nicht alles, ne? Genau wie die Kirche selber. Sie war arm wie eine Kirchenmaus, wie wir heutzutage sagen würden. Ja? Und hat deswegen nur diese Taube gebracht, um sich damit reinigen zu können vor dem Priester in der Zeit.
Und ich meine, dass das deswegen hier so drin steht. Zumindest ist das mein Verständnis davon. Ja, noch Kommentar von euch? Dann fahren wir ja, fort. Also zu dem gerade Gelesenen fand ich ganz interessant den Punkt, wo jetzt, ja gut, es wird jetzt ja quasi jetzt kurz vor diesem Klimax, jetzt, was hat das jetzt auf sich, warum soll jetzt der Abraham dem Herrn jetzt die Tiere bringen? Ich fand das nur interessant jetzt noch davor, weil der Abraham sprach ja, woran soll ich erkennen, dass ich es als Erbe besitzen werde? Jetzt frage ich mich heute, ist ja schon lange her, dass der Abraham damals zum Herrn gesprochen hat und das gefragt hat. Woran würde man denn heute ableiten können, ob man ein Abkömmling ist von Abraham? Weil wir reden ja hier von diesem Land, was ja offensichtlich, diesem Land Kanaan, was ja ein Erbbesitz ist. Also sprich, Chaldea, was? Nicht Kanaan, Chaldea. Vers 7, ne? Er sagt sie, ja, er sagt ja, aus Chaldea heraus, um dir dieses Land zum Erdbesitz zu geben. Das bezieht sich ja auf Kanaan. Ah ja, stimmt, ja. Da war ich verkehrt. Und da ist jetzt ja für mich eben auch die Frage, heute, gibt es oder nach eurem Verständnis da irgendwie ein, ich weiß nicht, wie soll man das nennen, Indikator oder so, wo man das daran ableiten könnte? Was daran ableiten könnte, meinst du jetzt? Ja, ob man eben ein Abkömmling vom Abraham ist, weil ja Gott damals dieses Land Kanaan den Abkömmlingen, ja, oder Abraham und seinen Abkömmlingen ihnen das als für auf ewig ihnen das vermacht hat. So mein Verständnis. Ja, gut, da will ich dir gar nicht widersprechen. Nur da muss ich dir ganz ehrlich sagen, dass der alte Bund etwas anderes ist als der neue Bund. In dem alten Bund musste ja diese Linie, die Blutlinie von Genesis 3, Vers 15, musste ja, sage ich jetzt mal, hindurch gerettet werden durch die Heidenzeit, die ganze Zeit. Deswegen wurde das Volk Israel überhaupt gegründet. Deswegen gab es diese ganzen 12 Stämme, auf die wir später überhaupt noch kommen. Deswegen lebten die da in der Erde, um dafür zu sorgen, dass wenn die Zeit gekommen war, Jesus Christus dort geboren wird, wo er dann in Bethlehem geboren war, dann geflüchtet ist nach Ägypten, zurückgekommen ist, nach Nazareth gegangen ist und deswegen der Nazarener genannt wird und er die Erfüllung der Blutlinie 3,15 war, wo es heißt, die Saat der Frau wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Das war der Gang ans Kreuz. Und damals war also von daher das irdische Stück Land, sage ich jetzt mal, das du hier ansprichst, ob das jetzt Kanaan ist oder ob das Chaldea ist oder welches Land auch immer, halt das, was wir heute auch Israel kennen, Palästina, Gaza, die ganze Gegend da unten, das war damals dafür vorbehalten, um dieses Volk da anzusiedeln und dieses Volk sollte dann ja eine Leuchte für die ganze Welt werden. Die ganze Welt war dunkel, hatte nämlich nicht das Wort Gottes, Israel hatte das Volk hatte das Wort Gottes und Israel war die Leuchte in der Dunkelheit in dieser Erde und sollte diese Leuchte bleiben. Aber wir in dem neuen Bund, bei uns gibt es ja keine, in Christus, keine Griechen und keine Juden mehr. Und wir sind alle Mitglieder des Königreichs Gottes. Das heißt, das, was damals mehr oder weniger, um es jetzt mal in einfachen Worten auszudrücken und in den Worten, in denen ich es verstehe, das, was damals hier auf Erden aufgerichtet wurde, mit anderen Worten mehr oder weniger Gottes Königreich auf Erden, ist heute ein spirituelles Königreich. Denn Jesus Christus hat gesagt, mein Königreich ist nicht von hier. Genau. Wenn mein Königreich von hier wäre, würden meine Menschen für mich kämpfen. Aber mein Königreich ist nicht von hier. Und es steht dann später in der Apostelgeschichte, dass täglich zum Königreich Gottes Menschen zugefügt wurden durch Menschen, die in den Glauben kamen, als die Apostel in Apostelgeschichte das Evangelium verkündet hatten. Und dieses Königreich Gottes, das heute immer noch ist, das ist, aber das sehen wir nicht. Es ist ein Königreich, das nicht von dieser Welt ist. Und wir sind
Erben dieses Königreiches, nur das nicht auf dieser Erde anzutreffen ist, sondern im Geiste anzutreffen ist. Und deswegen hat Jesus Christus gesagt, mein Vater, mein Vaters Haus, Menschen heißt es im Englischen, das ist was anderes als Haus, aber meines Vaters Anwesen hat viele Zimmer und ich werde einen Platz für dich bereiten. Wir müssen diesen Platz nicht mehr hier auf dieser fleischlichen, materiellen, verderbten Erde suchen. Wir haben unseren Platz im Königreich Gottes in einem spirituellen, in einem geistigen Reich. Das ist zumindest mein Verständnis darüber. Ja, und vor allen Dingen steht ja auch geschrieben, Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird nicht vergehen. Also alles auf dieser Erde, alles Materielle wird sowieso vergehen. Das heißt, ich habe zwar damals einen Landbesitz bekommen, damit sich dieses Volk überhaupt erstmal bilden konnte, aber nach dem neuen Bund von Jesus Christus ist der neue Bund ja geistiger Natur. Richtig. Ja? Und deswegen hab ich hier kein Anrecht auf ein Land und deswegen gibt es auch meines Verständnisses nach kein heiliges Land, auch wenn das von vielen so beschrieben wird und ich da auch gerne mal stöbern würde und gucken würde und schauen würde. Aber im Endeffekt ist alles heilig, was der Heilige geschaffen hat. Aber drücken wir es mal so aus. Aber da Jesus ja selber sagt, dass mein Königreich ist nicht von hier, kann ich ja nun halt einfach, wenn ich Jesus Christus Lehre folge, daraus schlussfolgern, dass, wenn sowieso alles hier vergeht, ja eben dieser ganze, ich wollte schon wieder Planet sagen, dann kriege ich ja wieder drüber von jemandem. Muss ja echt vorsichtig sein. Also, dieser Lebensboden, auf dem wir hier existieren. Das ist aber schön gesagt. Ja, ne? dass der jetzt da sowieso vergänglich ist und dass es da ja auch wenig Sinn macht, jetzt den weitervererben zu wollen, denn wir wissen ja noch nicht, in welcher Generation der sogenannte finale Countdown dann passiert. Ne? Also ich kann ja gar nicht eigentlich jemandem irgendetwas materiell vererben, weil ja alles Materielle sowieso vergänglich ist. Das, was ich der nächsten Generation heutzutage mitgeben kann, ist ja eigentlich immer nur geistiger Natur. Alles Weltliche, was ich den Leuten gebe, ist vergänglich. Ja. Und wir leben halt in einem unvergänglichen, geistigen Königreich unseres Herrn. Ja, aber deswegen halte ich das für sinniger, meinen Nachkommen halt solche Lesungen zu vermachen und Wissen zu vermachen, damit sie sich in ihrer materiellen Existenz damit zu helfen wissen. Absolut. Da erreiche ich mehr mit, als wenn ich denen jetzt einen Erbbesitz gebe von Land, Grundstück, Haus, Geld, was weiß ich. Ja, das macht sie letzten Endes am Ende ihres Lebens oder für ihre Existenz hier, für ihre kommende Existenz ja nicht glücklicher. Im Gegenteil, ja, das, wenn sie dann die Liebe zum Geld entwickeln würden oder die Liebe zum Besitz entwickeln würden, die Liebe dann zu ihrem Land, zu ihrem Erbteil entwickeln würden, wäre das ja kontraproduktiv. Sie sollen sich ja mit anderen Werten beschäftigen, die eben nicht von Dieben geraubt und von Motten zerfressen werden können. Deswegen, ne, sehe ich das auch so mit diesem, dass dieser Vers, den du eben gesagt hast, von wegen mein Königreich, my kingdom is not from hence, ja, mein Königreich ist nicht von hier, ist auch genau das, was mir eben direkt in den Kopf gekommen ist, ja. Ja, gut, dann sind wir hier im Einverständnis, dann wollen wir nur noch mal sehen, ob Victor sich dem vielleicht anschließen kann. Ja, also ich meine, der Punkt ist mir jetzt nicht so wirklich klar geworden oder den habt ihr jetzt nicht so wirklich rausgefiltert, sage ich mal, ob es jetzt, weil Michael sagte ja klar, es ist nichts vergänglich außer das Wort. Das Wort ist ja, wenn er sagt, dass es das so ist, dann ist es halt so. Ne? Also das ist mein Verständnis. Und es ging ja jetzt um das Land. Victor. Ja, genau, es geht jetzt nur um das Land. Es geht ja jetzt nicht um ein, damals, wie gesagt, um ein Königreich im Geiste oder um ein Königreich auf Erden, ja, sondern es geht jetzt nur um eine Fläche, um ein Gebiet, was ja abgesteckt auch ist, wo wir ja auch lesen, dass das ja von da bis da und von dort bis dort und ne. Mhm. Nee, das geht jetzt nur wirklich darum, ob das auch im Grunde genommen heute noch Relevanz hat. Weil wenn wir uns unsere jüngere Geschichte auch angucken, also auch jetzt noch mal einige Dekaden zurück,
Und wie zum Beispiel auch aus Büchern von Ukioni, Odessa, die wahre Geschichte, ja, erfahren, dass zum Beispiel viele ja aus Europa geflüchtet sind, aber im Grunde genommen nirgendwo, ich sag mal, aufgenommen wurden, außer im Land Kanaan offensichtlich. Das kann man jetzt auch gut zurückverfolgen, wenn man sich zum Beispiel jetzt dort die Siedlungen, die damals auch gegründet wurden, vor Gott, vielleicht jetzt 70 Jahren um und bei, wie sich die auch zusammensetzen. Naja, die wurden ja deswegen gegründet, weil es den Zionismus gab oder gibt. Und der Zionismus, der gegründet wurde durch Theodor Herzl, der ein jesuitenkontrollierter Zionist war, der hat ja dafür gesorgt, dass dann im späteren Verlauf die Balfour-Erklärung kam, wo eben nach dem Wegfall des Ottomanischen Reiches, das ja am Ende des Ersten Weltkrieges zerschlagen wurde, was die Erfüllung war der 2300-Jahr-Prophezeiung, nämlich zwischen 1844 und 1919, das kann man in Albert Close's The Divine Program of the World's History wunderbar nachlesen, dass in diesen 75 Jahren das Ottomanische Imperium zerschlagen wurde. Am Ende des Ersten Weltkriegs war es soweit. Und dann halt Palästina ein Protektorat der Engländer war und deswegen in 1917 diese Balfour-Erklärung kam, in denen halt den Juden in dieser Welt gesagt wurde, ja, wir werden da für euch ein Land errichten. Nur da wollte kein Schwein hin. Und deswegen haben sie die Juden verfolgt mit zum Beispiel dem Holocaust und haben dafür gesorgt, dass die Leute eben dann dahin fliehen, weil sonst würde da heute in Israel immer noch kein Schwein leben. Aber weil sie die verfolgt haben, haben sie sich da niedergelassen. Und das ist im Grunde nur das, und ich glaube, dass Michael das sehr gut gesagt hat, aber vielleicht hat er es ein bisschen unverständlich gebracht, also müssen wir vielleicht nochmal drüber sprechen, um es ein wenig deutlicher zu machen. Hier in dieser Welt, in dem neuen Bund, ja, also in dem neuen Testament, gibt es hier in dieser materiellen Welt für uns kein Land, wo wir hingehen müssen oder sollten oder das heilig ist oder was auch immer, wo wir von Gott hingeführt werden, wie er im Exodus aus Ägypten die Menschen durch das Tote Meer, an dem Berg Sinai vorbei, durch die 40 Jahre in der Wüste in das Land von Kanaan geführt hat und ihnen das Land gegeben hat. Das war im Alten Testament. Da war es ein physisches, materielles Land hier auf dieser Erde. Und deswegen mein Zitat von Jesus Christus, dass er meint, mein Königreich ist nicht von hier. Das heißt, das Königreich, das vorher das Königreich Judäa war, das vorher das Königreich Israel war, wenn wir jetzt mal in die Anfänge von Israel zurückgehen, wo noch alle 12 Stämme da waren, da war es ja ein Königreich. Das wurde ja regiert von Gott, bis im ersten Kapitel Samuel Vers 8 das Volk gesagt hat, dass sie die Söhne von Samuel nicht wollten, sondern dass sie einen König haben wollten wie die Heiden. Und Gott Samuel gesagt hat, er sagt dem Volk mal, wenn sie sich einen Gott wählen, der Menschen ist, dann wird er das und das und das mit ihnen tun. Da haben sie gesagt, das interessiert uns alles nicht, Jung, wir wollen doch einen König, wie die Heiden haben. Und sie haben einen gekriegt. Und seitdem ging ja alles da mehr oder weniger drunter und drüber und kaputt. Ja, bis zum ersten Buch Samuel Kapitel 8 war Israel wirklich das Licht der Welt. Und danach kam immer mehr und mehr und mehr und mehr der Abfall. Und immer wieder, darüber sprechen die ganzen Propheten, Jeremia, Jesaja, Hesekiel und so weiter und so weiter und so weiter. Und da ging es immer um das Land Israel bis zur babylonischen Gefangenschaft. 70 Jahre babylonische Gefangenschaft und jetzt auch einmal Zurückkehr in das Land. Wiederaufbau, Nullanfang, Reset, ja, Harddisk einmal formatieren. Nochmal von vorne anfangen, den Tempel von Salomon wiederaufbauen und nochmal als Volk in dem Land leben, bis endlich die 490-Jahr-Prophezeiung aus Daniel Kapitel 9 durch Jesus Christus erfüllt wird und er sagt, mein Königreich ist nicht von hier. Viele Juden waren damals sowas von sauer auf Jesus, weil die dachten, er käme als König der Juden, um sie von den Römern zu befreien, um als König ihr Volk anzuführen und zu sagen, hier auf Erden errichten wir jetzt das Königreich. Und Jesus Christus hat das abgewiesen. Sie haben ihn nicht verstanden.
Deswegen haben sie ihn abgelehnt. Deswegen haben sie ihn den Römern übergeben, die ihn dann gekreuzigt haben. Sie haben es nicht verstanden, dass es um ein geistiges Reich geht. Und das hat Jesus Christus mit diesem Satz ganz deutlich gemacht. Und deswegen müssen wir heute auch, die wir in diesem neuen Bund sind, nicht den Fehler begehen, in dieser materiellen Welt eine Bleibe zu suchen, wo wir vielleicht sogar unbehelligt leben können. Als Christ kannst du auf dieser Welt nirgendwo unbehelligt leben. Deswegen hat Christus gesagt, wer meinen Namen vor den Menschen ausruft, der wird Verfolgung erleiden. Sie werden euch aus den Synagogen rausschmeißen und sie werden euch töten und denken, dass sie Gott einen Dienst erweisen. Da kannst du hingehen, wo du willst auf dieser Welt. Es gibt hier kein heiliges Land, nichts mehr. Das Königreich Gottes ist geistig. Und ich hoffe, dass das eine befriedigende Antwort ist für dich ist, Viktor. Ja, der Punkt ist mir auch an sich schon vorher klar gewesen, dass der Punkt, mir ging das jetzt wirklich nur darum, um dieses Gebiet, was, du sagst es jetzt eben, gut, der Punkt war, der ist vielleicht nochmal so ein bisschen interessant jetzt für mich nochmal so in der Nachlese, um das nochmal oder für mich zum Sinnieren drüber. Ja, ist es damals oder ist es heute auch oder auch seit dem neuen Bund auch, ich sag mal, ein Stück weit, ich sag mal, ein Stück Gebiet, Land, wie auch immer man das jetzt bezeichnen möchte, was eben vielleicht nicht so extrem unter dem Einfluss des Teufels steht, wie jetzt zum Beispiel hier. Ist das jetzt eine Frage, ob Israel ja, nicht das so ist, unter nee, dem das Einfluss ist mehr des so eine Teufels Sache, steht? Die ich jetzt einfach mal so in den Raum stelle. Ja, also da kann ich dir eine ganz leichte Sache zu antworten und dann wirst du gleich sagen von, oh ja, jetzt fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Jerusalem, da findet jährlich die größte Gay-Parade der Welt statt. Ist das göttlich? Nein, du, Städte, Jörg, lieber Bruder Jörg, ja, wissen ja, in Israel ja schon halt, relativ ne? früh, dass eine Stadt nicht unbedingt biblisch ist. Ja, nee, es geht mir wirklich da eigentlich wirklich mehr um dieses Land an sich, jetzt nicht um irgendwelche Städte oder Ballungszentren. Dass da der Teufel sicherlich auch unterwegs ist, ist mir völlig klar. Aber inwieweit, ich sag mal, Gott da doch noch, ich sag mal, vielleicht so eine gewisse Hand drüber hält oder sagt, nee, wie bei Hiob, nee, also bis dahin, aber diese Grenze, geh nach Deutschland, mach da, dann treib da dein Unwesen, aber hier, da kannst du maximal in den Großstädten da ein bisschen da deine Gelbparade machen, aber so gewisse Siedlungen und gewisse Gebiete hier und dort, die bleiben so, sage ich mal, so ein bisschen unter meiner Obhut auch. Gut, dann gebe ich dir was anderes zu bedenken und damit sollte es dann wirklich endgültig deutlich sein. Israel ist so gesagt das Land der Juden. Ja? Sind Juden Christen? Akzeptieren Juden Jesus Christus? Akzeptieren Juden das Neue Testament? Akzeptieren sie, dass Jesus Christus sein Blut vergossen hat für ihre Sünden? Nein. Also ist das ganze Land Israel voll von Heiden, von Apostaten. Ja, aber wir haben ja auch, wir haben ja dahingehend ja aber eigentlich auch, ich glaube, wo lesen wir das auch im Neuen Bund, dass wir aber auch irgendwo eine Pflicht haben, die Juden ja zur Eifersucht zu reizen. Und ja, aber natürlich. Medana oder ja, ich weiß aber nicht, das was ist ja nicht nur auf die Juden. Aber das hat ja damit nichts zu tun. Nein, also er hat schon recht, wenn du Hebräer 11 liest, oder Hebräer 10, was Hebräer 11, glaube ich, Vers 11, oder Römer 11, Vers 11. Römer 11, Vers 11, da steht es ganz deutlich drin, wir sollen die Juden zur Eifersucht reizen. Da hat er absolut recht. Aber das tun wir durch den Juden, das Evangelium zu bringen, das sie nicht akzeptieren. Aber das Land, in dem sie leben, eben weil es da alles voll mit Juden ist, Jude ist kein Christ. Ein Jude ist jemand, der das Neue Testament, der Jesus Christus, nicht akzeptiert. Ein Jude, der Jesus Christus akzeptiert, ist ein Christ. Weil es ist scheißegal, welches Blut er hat. Ob er jüdisches Blut hat, ob er deutsches Blut hat, amerikanisches Blut hat, indisches Blut hat, japanisches Blut hat. Wenn man Jesus Christus akzeptiert, ist man ein Christ. Ja, aber du kannst den Herkunft Juden auch... Und die spielt keine Rolle. Du kannst den Juden auch in Australien zur Eifersucht reizen. Weißt natürlich. Du, das ist,
ist er jetzt nicht auf das Land Israel nur bezogen. Nee, die Juden sind ja auch überall in der ganzen Welt verstreut. Ja, ja? Und genauso wie die Juden über die ganze Welt verstreut sind, so hat auch Gott seine Leute in die ganze Welt verstreut. Und überall gibt es Leute oder Menschen, die von Gott sind und die Offenbarung 18, Vers 4 befolgen und herauskommen aus ihr, herauskommen aus jeder falschen Religion, sei es Katholizismus, sei es Islam, sei es Hinduismus, sei es, was weiß ich, nennt man den ganzen Kram auf, was es nicht noch alle also heidlichen Religionen gibt. In jeder solcher Religion gibt es Leute, die von Gott sind und er holt sie überall daraus. Aber er holt sie überall daraus nicht, um sie dann in einem Land wie Israel aufzustapeln, sondern in sein geistiges Königreich zu berufen. Genau das Königreich, was wir auch in der Apostelgeschichte lesen, wo dabei steht, dass an dem und dem Tag so und so viele tausend weiterhin zum Königreich Gottes dazugezählt wurden. Das ist das geistige Königreich, nicht hier auf dieser Erde. Was das Evangelisieren angeht, Bruder Viktor, absolut. Wir müssen die Juden zur Eifersucht reizen, wir müssen den Juden erzählen von Jesus Christus, wir müssen den Juden erzählen von dem vergessenen Kapitel, Jesaja Kapitel 53. Wir müssen den Juden deutlich machen, dass Daniel in Kapitel 9, Verse 4 bis 27 Jesus Christus mehr oder weniger auf den Tag genau angekündigt hat, dass Jesus Christus die Erfüllung von Daniels Prophezeiung ist, dass Jesus Christus derjenige ist, der alle Opfer abgeschafft hat. Genau das, was wir gerade in Hebräer gelesen haben, teilweise Kapitel 5, was man auch in Hebräer Kapitel 11 lesen kann, Kapitel 10, glaube ich, ist das Hebräer Kapitel 10. Ja, unglaublich wichtiges Kapitel. Der auch in Gleichnissen gesprochen hat. Aber natürlich ist es absolut richtig, die Juden zur Eifersucht anzureden, da gebe ich dir absolut recht. Aber das muss nicht da in Israel passieren, weil Juden gibt es in Deutschland, die gibt es in Belgien, die gibt es in Frankreich, die gibt es in jedem Land. Ja? Wenn ich hier nach Antwerpen fahre, in die Diamantenecke, um den Hauptbahnhof in Antwerpen rum und so, da laufen die ganzen orthodoxen Juden rum in ihren Kleidungen mit diesen langen Perücken da oder Haare, was weiß ich, die beinahe bis zum Hintern wachsen, mit diesen Locken und was weiß ich nicht alles und mit ihrem Gebetsbuch in der Hand und allem drum und dran. Da kann ich da genauso gut evangelisieren. Da muss ich nicht nach Israel für gehen. Die Juden zur Eifersucht reizen, absolut stimme ich 100% zu, aber dafür muss ich nicht nach Israel gehen. Das Land Israel, so wie es heute in dieser Welt besteht, ist das größte Konzentrationslager in dieser Welt. Und warte, in der Zukunft wirst du sehen, meine Worte werden sich in der Hinsicht erfüllen. Ich bin kein Prophet, aber ich verstehe die Bibel. Und die Bibel sagt ganz deutlich ein Ding. Jesus Christus sagt ganz deutlich ein Ding. Ich, Jesus Christus, bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater denn durch mich. Niemand. Da spielt es keine Rolle, ob du Jude bist, ob du Benjaminer bist, ob du Daaniter bist, ob du Leviter bist, ob du Amerikaner bist, Deutscher bist, Franzose bist, Italiener bist. Es spielt keine Rolle. Es spielt keine Rolle. Jeder kommt nur durch Jesus zum Vater und damit in das Königreich, von dem Jesus Christus gesagt hat, dass sein Königreich nicht von dieser Welt ist. Bitte, Michael. Und der Teufel sprach zu Jesus, dir will ich alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Da führte der Teufel ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick. So, ob ich jetzt nur im Reiche von China bin, oder ob ich jetzt in Australien bin, oder ob ich jetzt wo auch immer bin. Ja, ich bin immer der weltlichen Macht untertan und ich habe hier kein Königreich und ich habe hier kein heiliges Land. Alleine schon der Begriff heiliges Land kann durch Menschen ja gar nicht verliehen werden, weil die Staatsgrenzen ja nicht von Gott gegeben sind. Also gibt es heutzutage insofern kein heiliges Land, weil heilig ist nur das, was heilig gemacht worden ist, von dem, der heilig ist. Und im Endeffekt ist Gott in allem und in allem Leben, aber ein künstlich von Menschen errichteter Staat ist kein göttliches Konstrukt. Und da ist doch eigentlich egal, ob das Ding jetzt Jemen, Israel, Libanon oder Zypern oder was auch immer heißt. Es sind letzten Endes
geistige Werte, die wir hier mitbekommen und nicht materielle Dinge, denn die materiellen Dinge sind halt Satan übergeben. Und der hat halt einfach alle Macht, uns vorzugaukeln, dass das, was wir sehen, tatsächlich die Wirklichkeit ist. Aber das ist es nicht so. Denn auch die Menschen, die sagen, ich glaube nur das, was ich sehe, sehen letzten Endes nur die Auswirkungen dessen, was geistig überhaupt erstmal angedacht war. Ja, ich kann nicht denken. Nur der Geist kann Materie erschaffen. Materie nur kann der keinen Geist erschaffen. Genau, ja. So, Deus ex machina, ne? So, ich kann aber nicht hingehen und kann sagen, so, pass mal auf, ich suche mir jetzt irgendetwas, wo es mir besser geht. Das kann ich zwar gesundheitlich machen, ganz klar. Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe Asthma, dann wäre für mich beispielsweise Meeresluft ganz toll. Aber dann ist das Meer immer noch nicht heilig, ja? Und deswegen ist es alles, was wir erstreben, ist letzten Endes aus dieser materiellen Welt überhaupt rauszukommen. Damit wir eben nicht mehr diese Gebrechen haben. Und damit wir letzten Endes dann irgendwann erlöst sind. Erlöst sind wir erst dann, wenn wir kein Fleisch mehr haben. Erlöst sind wir dann, wenn wir reiner Geist sind. Dann sind wir erlöst. Dann sind wir erlöst, wenn wir reiner Geist sind und beim Schöpfer sind. Und das ist ja letzten Endes das Ziel in dieser materiellen Existenz, das zu entdecken und das zu realisieren, dass das, was wir jetzt hier haben, letzten Endes nur eine Illusion ist, weil wir ja davon eh nichts behalten können. Und wir behalten ja noch nicht mal unseren eigenen Körper. Ja, also ist alles vergänglich, was wir uns quasi schaffen können. Und das Einzige, was wir uns schaffen können, sind geistige Werte, die dann den Tod überdauern, also die materielle Existenz überdauern. Und deswegen macht es wenig Sinn, Geld anzuhäufen, Besitz anzuhäufen, weil das wird von Motten zerfressen, wie es in der Bibel steht. Und vor allen Dingen, du kannst es auch so nicht, es wird dir nicht angerechnet. Es wird dir angerechnet, was du an Geboten erfüllst, was du den anderen an Liebe schenkst, was du dem anderen weitergeben kannst, ja, wie du die Gebote hältst. Wenn ihr mich liebt, haltet ihr meine Gebote. Und da steht halt ganz klar drin, auch für die Juden, die damals beispielsweise, und ich habe überhaupt nichts gegen Juden, ja, die Juden, die damals gedacht haben, dass Jesus Christus als König von Israel käme und die von den Juden, von den Römern befreit, ja, sehr schön. Es ist aber geschrieben im Gebot, du sollst nicht töten. Also wie könnte dann ein König aufstehen, der eine Armee anführt, die Blutvergießen befiehlt? Deswegen sind die Leute damals in Rom, die dem Kaiser Konstantin gefolgt sind, 317, auch getäuscht worden. Die haben einfach die Bibel nicht gelesen, nicht lesen durften, denn sie hätten sonst gewusst, dass man sicherlich nicht Gott in einer dann halt mit dem Zeichen des Kreuzes Krieg führt. Die Erscheinung, ja, von der Milvenischen, genau, Brücke, da das Zeichen Hoc Signo Vinces. Ja. Ne? Ja, genau. Ja, Milvenische Brücke. Ja, in diesem Zeichen erobern. Sollst du siegen, ja, genau. Ja, sollst du siegen, ja. Genau. Ist absoluter Schwindel, ja. Und ich möchte dich jetzt gar nicht unterbrechen, Michael, aber ich muss unbedingt noch mal was loswerden. Ich möchte unbedingt noch mal was loswerden über die Juden, die dann ja schlussendlich 1948 ihren eigenen Staat gegründet haben. Bevor es zu dieser Staat... Da tut mir alles weh. Nein, die Juden haben nicht den Staat gegründet. Lass uns jetzt wirklich nicht hier Haarspalterei betreiben. Ja, du weißt, worauf ich hinaus will. Ne? Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Lass mich jetzt erstmal eben sagen, was ich sagen möchte, und dann kannst du mich ja nachher in diesen Kleinigkeiten gerne korrigieren. Also 1948 wurde der Staat Israel gegründet. Von den Vereinten Nationen, sagen wir es mal so. Ja? Gut. Mhm. Bevor es dazu kam, ein Staat hat ein Staatsvolk nötig. Die hatten davor kein Staatsvolk. Da wohnten Juden in diesem Landstrich Palästina, die sich da unter die Palästinenser, also unter die Araber gemischt haben und die da gewohnt haben. Und die englische Regierung hat mehr oder weniger dieses alte israelische Land oder dieses alte jüdische Land ausgewählt, um zu sagen, dahin sollen die Juden hin und da geben wir ihnen ein eigenes Land, weil sie jetzt ja im Zweiten Weltkrieg so fürchterlich verfolgt wurden. Der Punkt ist doch, warum wurden sie verfolgt? Die Juden, die damals vor der Judenverfolgung, also vor dem Höhepunkt des Dritten Reichs, in Deutschland gelebt haben, die in Polen gelebt haben, die in Niederlande gelebt haben, in Belgien, in Frankreich, in England, in Amerika, wo auch immer, die haben gut gelebt. Die hatten gut gehende Geschäfte. Ob das jetzt moralisch gehend gute Geschäfte sind, biblisch gute Geschäfte sind, darüber spreche ich mich überhaupt nicht aus. Aber denen ging es gut. Und wenn es dir irgendwo gut geht, dann willst du nicht weg.
Aber diese zionistische Bewegung, die ja basiert auf einer jesuitischen Sichtweise, also mit anderen Worten einer teuflischen Sichtweise, will die Juden per se dahin bringen in dieses Land. Und die Juden haben gesagt, wir gehen erst dann, wenn die Hand Gottes uns dorthin führt, so wie sie Israel aus Ägypten herausgeführt hat. Weil dann ist es Gott, der uns führt, und sonst ist es ein Mensch, der uns dahin führt. Und genau das ist passiert. Der Mensch hat sie dahin geführt, weil Gottes Hand hat die Juden nicht in dieser Welt versammelt, wo auch immer sie an den verschiedenen Stellen waren, und hat sie nach Israel geführt. Und weil sie so bockig waren, weil sie so halsstarrig waren, hat man eben die Judenverfolgung da reingebracht. Bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Und der Antichrist verfolgt die Juden seit 2000 Jahren. Den kostet das ein kaltes Lächeln, sie im 20. Jahrhundert nochmal ordentlich zu verfolgen, um seinen Willen durchzudrücken. Im Unterschied zu Jesus Christus, der sagt, lass diesen Becher an mir vorbeigehen, wenn es denn kann. Aber dein Wille geschehe und nicht meiner. Und der Papst sagt, mein Wille geschehe und nicht deiner. Und das ist der große Unterschied. Hoffentlich haben wir es dir jetzt noch ein klein wenig deutlicher machen können, Viktor? Oder ist ja, du, das die Dinge, die waren mir vorher schon klar. Das ist gar nicht das Thema. Mir ging das jetzt nur wirklich darum, ist das dann letztendlich auch so, dass der Teufel natürlich alles weiß, dass er auch weiß, dass es nur letztendlich, dass er sie nur da hinschieben kann, ja, und nicht jetzt irgendwie nach, was weiß ich, wohin, auf irgendeine einsame, verlassene Insel oder keine Ahnung. Ja, deswegen sind ja diese ganzen Pläne, Israel irgendwo anders zu gründen, nicht durchgegangen. Und wenn du Geschichte richtig kennst, Viktor, dann weißt du auch, dass selbst Napoleon schon versucht hat, damals einen jüdischen Staat zu errichten. Das wurde ihm aber nicht erlaubt. Und selbst im Dritten Reich gab es damals... Es geht jetzt ja auch gar nicht so sehr um eine Staatsgründung oder so. Es geht ja eigentlich nur wirklich um dieses Gebiet, ob das, wie das besiedelt wurde in der Vergangenheit. Ja, und das haben sie ja extra deswegen gewählt, die Engländer. Deswegen haben sie ja das Ottomanische Reich zerschlagen, habe ich doch gerade gesagt. Das fing an mit dem Tolerationsakt in 1844. Das hat dann zum Niedergang des Ottomanischen Reiches geführt. Das Ottomanische Reich musste erstmal verschwinden, bevor man die Möglichkeit hatte, Israel da aufzubauen, wo man es heute aufgebaut hat. Das ist genau dasselbe, wie es in der Bibel geschrieben steht, wie Paulus das schreibt in 2. Thessalonicher 2. Derjenige, der jetzt aufhält, muss erst aus dem Weg geräumt werden und dann wird der Antichrist offenbart, der Mann der Sünde, der Sohn des Verderbens. Der wird offenbart, wenn derjenige, der jetzt aufhält, weg ist. Derjenige, der die Juden sozusagen aufgehalten hat, nach Israel zu gehen, das war das Ottomanische Reich. Das musste weg. Und das haben sie zwischen 1844 und 1919 geschafft. Und 1919 haben sie es zersplittert und haben die ganzen Staaten gegründet, die wir da heute kennen. Libanon, Syrien, Israel, die ganzen Länder, die da heutzutage sind, das sind alles künstliche Grenzen. Unter anderem die Kurden hat man deswegen in vier verschiedene Länder gesteckt. Iran, Irak, Türkei und Syrien. Das sind alles künstliche Grenzen. Nach der Zerschlagung des Ottomanischen Reiches, solange das Ottomanische Reich dort bestand und die Türken, also der Islam, dort regiert hat, solange konnte man nicht, und zwar regiert hat durch das Ottomanische Reich, Islam regiert da ja heute auch in der Gegend, das ist wieder ein anderer Punkt, aber solange das Ottomanische Reich da regiert hat, konnte man die Juden da nicht ansiedeln. Nee, aber es haben ja aber trotzdem dort Juden gelebt. Ja, natürlich haben dort Juden gelebt. Ja, eben, haben das, ist ja eben, das ist ja eben genau der Punkt, auf den ich ja nur eingehen wollte. Es haben dort an sich nur ja, die zu leben sehen, überall. Wie die Besiedlung dort an diesem Gebiet immer, sage ich mal, ja, jetzt, wenn man jetzt ein Stück weit zurückgeht in die Geschichte oder wie weit man zurückgeht, also ja, spätestens natürlich bis zum Neuen Bund. Ne? Also die Siedler, die jüdischen Siedler, die in Palästina gelebt haben in der Zeit, die haben doch genauso gut, haben sie doch in Australien gesiedelt und haben sie in Deutschland gesiedelt und in Russland und in Frankreich, die haben doch überall gewohnt. Dass eine kleine Gruppe von Juden dort in diesem Landstrich lebt, wo sie seit über 2000 oder über 3000 Jahren gelebt haben im Grunde, ist ja nicht weiter verwunderlich, aber sie haben doch überall in der ganzen Welt gelebt und leben heute noch. Ja, aber der Punkt war jetzt eben nur,
da, wo der Teufel jetzt sagt, pass auf, ich will euch jetzt irgendwie wo auch immer haben, dann kann ich euch nur da haben. Richtig, natürlich, weil natürlich die Juden leben von einer Sache, das solltest du doch inzwischen wissen. Tradition. Ja, nee, eben, nee, oder ob das auch darauf jetzt auf das zurückzuführen ist, was wir in der Bibel gelesen haben, ob man das daran auch ableiten kann. Weil ihnen das Land ursprünglich gegeben wurde und ursprünglich es ein heiliges Land war, weil Gott es heilig gemacht hat, aber die Heiligkeit hat er ja wohl weggenommen mit der Zerstörung von Jerusalem 70 nach Christus, spätestens. Ja. Spätestens. Da ist nichts mehr heilig. Dass dieses Land dann nicht mehr meinetwegen heilig ist, okay. Ja. Aber dass es irgendwo immer noch ein Rückzugsort ist für die Abkömmlinge vom Abraham. Nein, nur in ihren Köpfen, nur in ihrer Tradition. Das ist ja, doch das, was wir die ganze Zeit probieren, deutlich zu machen. Weil sie an materiellen Dingen festhalten. Weil sie nicht begriffen haben, dass das Königreich von Jesus Christus im Himmel ist. Eben. Ja, das ist, doch, das ist der Punkt. Ich will ja auch gar nicht absprechen, dass das die meisten ja nicht eben begriffen haben, weil sie die Juden können ja nicht bauen und dann. Die Juden können es ja nicht begreifen, weil die Juden nicht Jesus Christus als Erlöser akzeptieren. Und deswegen kann man sie auf dieser Erde wie Schachfiguren hin und her schieben. Ja, anscheinend ja eben nicht. Ja, anscheinend ja eben doch. Sind doch alle nach Israel gegangen. Nee, da sollen sie jetzt hingeschoben. Wir haben doch gelesen in dem Buch von Okigoni, das Odessa, dass sie, wo sie hin wollten. Nee, hier ist nicht, hier ist Sackgasse für euch, wieder zurück. Ja, warum haben sie Sackgasse gemacht? Dass sie nach Israel gehen. Da wurden sie aufgenommen, da wurden sie zugelassen. In Argentinien wurden sie nicht zugelassen, in New York wurden die Häfen geschlossen, in England, in Frankreich, überall wurden die Häfen geschlossen, überall haben sie abgewiesen. Sie haben gesagt, geht nach Palästina. Das war ja vor allen Dingen auch schon vor dem Zweiten Weltkrieg so, ja? Die zionistische Bewegung war seit 1880. Ja, durch Herzl und durch Theodor Herzl. Jetzt nochmal, diesen Berater von Woodrow Wilson. Ach, Mendel House. Ja, genau. So, und dann gab es ja noch dieses Havara-Abkommen und so weiter und so fort. Also das war ja schon weit vor dem Zweiten Weltkrieg. Ja, das war alles geplant. Wo das alles geplant war. Und das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass Israel selber jetzt auch nur ein Land ist, wo halt die Mehrzahl dann jüdischen Glaubens ist. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir haben einmal ein jüdisches Volk und einmal haben wir einen jüdischen Glauben. Und guck mal selbst. Ja, eben. So, und selbst ein ganz renommierter israelischer Historiker, von dem ich einige Bücher habe, der heißt Shlomo Sand, ja, der hat ein Buch geschrieben, Die Erfindung des jüdischen Volkes. Israels Gründungsmythos auf dem Prüfstand. Wer sich da wirklich interessiert, und ich kann das jetzt nicht alles rezitieren, der findet also dann wirklich von einem israelischen Geschichtsprofessor da ein ganz, ganz fundiertes Werk. Ja, wo man dann eben nicht sagen kann, oh, Antisemitismus oder irgendwas ähnliches. Nee. Also das ist ein israelischer Historiker. So, und dieser ganze Gründungsmythos Israel hat halt letzten Endes diese Züge. Und wer das nicht glaubt, ja, der überlege sich mal, was das Traditionssymbol überhaupt der Israeliten gewesen ist. Das ist die Menorah. Das ist der siebenarmige Leuchter, den Gott ordiniert hat, als noch der alte Bund nur aufgerichtet war. In Bezug auf Exodus, in Bezug auf den Auszug aus Ägypten ins Heilige Land. Ja, oder Promised Land oder wie auch immer man da jetzt machen soll. Aber die Flagge von die Menorah findet man noch auf dem Wappen von Israel. Aber die Amtsflagge, die repräsentative Symbol des Staates Israel, ist ein Hexagramm. Und wenn ich da nicht weiß. Die Handelsflagge, meinst du? Die offizielle Staatsflagge von Israel ist schwach, ist blau, weiß, blau mit einem Hexagramm in der Mitte. Und dieser Hexagramm ist eben nicht der Stern Davids. Das ist einer der großen Schwindeleien überhaupt. Es hat auch nichts mit dem Judenstern zu tun. Ja, es ist nach wie vor ein Hexagramm. Und wofür ein Hexagramm steht, das kann man sicherlich nachgoogeln, aber es ist eben überhaupt kein christliches, jüdisches Symbol. Und deswegen ist klar, wenn jemand weiß, was die Bedeutung des Hexagramms ist, dann weiß man auch, was der Hintergrund ist für die Gründung des Staates Israel. Es ist eigentlich immer ganz einfach, wenn man sich mit solchen Sachen beschäftigt. Man muss immer zum Kern, immer zum Fundament. Und dann gucke ich mir die Staatsflagge an von Israel und dann schüttle ich nur noch den Kopf und habe da 666. Noch Fragen, Kienzle? Eben.
Ja, wie ist es bei jedem Staat irgendwo so, ne? Wie gesagt, mir geht es nicht um irgendwelche Staaten, um irgendwelche Fiktionen, die der Antichrist irgendwie in die Welt gesetzt hat, sondern mir geht es eigentlich nur allein nur um dieses Gebiet. Und wenn ich da jetzt das, wie die berührt, die, was auf der Welt sich abgespielt hat, das mit der Bibel abgleich, dann ja, komme ich irgendwo so ein bisschen zu diesem Verständnis, dass eben der Teufel offenbar nur begrenzt Möglichkeiten halt auch hat. Er kann die Juden nur Ich verstehe ehrlich gesagt die Diskussion nicht so ganz, weil der Punkt ist, materielle Dinge sind letzten Endes dem Teufel unterstellt. Und deswegen kann er auch ein satanisches Symbol im Staat Israel platzieren und alle Welt glaubt mal wieder, weil sie verführt werden von Satan. Ach so, ja, das ist der Stern Davids. So, und das ist eben nicht der Stern Davids. Und das ist eben kein jüdisches Symbol und ist letzten Endes ein absolutes heidnisches Symbol. Und deswegen muss doch eigentlich klar sein, dass die Staatsgründung von Israel doch ein Plan sozusagen der Gegenseite Gottes ist. Die ja, ich sag ja, mir geht es ja aber auch nicht um irgendwelche Staatsgründungen oder Fiktion. Ja, es gibt aber kein heiliges Land. Es gibt kein heiliges Gebäude. Gott lebt nicht in Tempeln aus Stein. Also, ich sag doch auch gar nicht, dass es... Hab ich einmal das Wort von irgendwas heiliges Land gesagt? Also das habt ihr benutzt, das Wort heilig. Ich habe nur gesagt, es geht hier um ein Gebiet, das offenbar von Gott ordiniert wurde, wo die Abkömmlinge Abrahams offenbar immer irgendwo, Besitz oder ja, ich weiß nicht, wie soll ich mal das ausdrücken? Dort ihre Pflanze pflanzen können, ihren Baum pflanzen können, wenn du so willst. Weißt du, was ich meine? Ja gut, aber... Du willst mir jetzt ja bitte nicht davon absprechen, dass es als Mensch materiell gedacht ist, wenn ich das, was in mir oder was Gott ja auch ordiniert hat, dass man sicherlich als Mensch sich irgendwo repliziert, dass man dem dann ja auch nachkommt, soweit es möglich ist. Also in der Bibel steht halt nicht drin, dass man sich jetzt in irgendeiner Art und Weise jetzt an einem Ort der Welt jetzt besser aufgestellt wäre als im nächsten. Da steht nur drin, geht hin und mehret euch. Ja, da steht aber nicht drin, versammelt euch alle im heiligen Gebiet oder versammelt euch alle in einem Staat, bleibt alle unter euch, sondern da steht halt einfach, geht hin und tragt das Evangelium, und im Neuen Testament steht drin, tragt das Evangelium an alle Völker. Und das Evangelium ist dann, weil die Juden das Evangelium nicht angenommen haben, im Apostelgeschichte 13,46 den Heiden verkündet worden. So, und damit ist letzten Endes doch klar, wir sind in der Nachfolge und in der Pflicht, das Evangelium überall zu verkünden und nicht da, wo jetzt eventuell eine ganze Menge Christen ist, sodass wir dann sagen, oh cool, wir stehen auf morgens und erzählen ein bisschen und legen uns dann wieder hin, sondern wir sind dafür berufen, unser Kreuz aufzunehmen und dann auch dahin zu gehen, wo der Feind ist. Ja, genau, wo am wenigsten Christen sind. Ja, aber damit wäre jetzt Saudi-Arabien genauso prädestiniert. In Saudi-Arabien steht der Mount Sinai, dann geh da hin, dann kann man genauso gut sagen, gut, dann kann man da auch hingehen. Da kannst du jetzt nicht irgendein Land bevorzugen. Ja, da kann ich aber sagen wiederum, da steht jetzt nicht in der Bibel, ich soll die Mohammedaner oder so zur Eifersucht reizen. Verstehst du? Nee, nicht zur Eifersucht reizen, aber du sollst das Evangelium in die ganze Welt raustragen. Und das ja, heißt das, an ist, jeden. Das ist ja auch passiert. Auch Mohammedaner. Da können wir jetzt ja auch mal sagen, an der Stelle, das ist ja wohl passiert. Es geht ja jetzt wohl nur noch darum, dass es irgendwo in Vergessenheit geraten ist und diejenigen, die sich angesprochen fühlen, dafür Sorge tragen, dass es wieder dass es wieder Tagesordnung wird, das Tagesgespräch, Tagesthema. Also du kannst genauso gut in Grönland sterben, wenn man dich erschlägt als Christ, wie in Australien, wie in Israel. Es ist nachher kein Unterschied. Tot bist du dann sowieso. Aber du hast ja kein Erbteil. Ich verstehe gar nicht, warum wir jetzt über irgendwelche materiellen Dinge reden. Wir reden in der Bibel von einem geistigen Buch. Aber wir reden nicht von materiellen Dingen, die wir vererbt bekommen von Jesus Christus. Es gibt auf dieser Erde keinen Platz, wo Jesus Christus ordiniert hat, dass wir da leben sollen, wenn du das jetzt vielleicht in diesen Worten verstehst. Der Staat Israel ist... Das habe ich aber auch nie behauptet. Habe ich das gesagt? Na, aber irgendwie verstehe ich dich so. Ich meine, ich verstehe ja, inzwischen deine Frage nicht mehr. Ja, hast du mich aber falsch verstanden, mein lieber Bruder. Dann tut es mir leid. Ich habe nicht gesagt, dass wir uns jetzt zusammenrotten sollen da irgendwo im Land Kanaan. Das habe ich nicht gesagt, nein. Es geht auch nicht
um jetzt die Menschen, die jetzt an Jesus Christus glauben im neuen Bund. Es geht ja nur wirklich rein um die Menschen, die Abkömmlinge von Abraham. Und wir können jetzt ja wohl eins nicht aus, also ich kann das zumindest nicht, ab dem Zeitpunkt an, wo Jesus Christus gekommen ist und den neuen Bund errichtet haben, haben sich ja letztendlich nicht die Gesetze und die Dinge aus dem alten Bund ja gleich, sind sie von der Erdboden verschwunden. Deswegen sind wir nicht alle eines gleichen Blutes oder sowas. Deswegen hat sich ja nicht irgendwie evolutionär nochmal irgendwas im Menschen verändert. Der also Mensch ist ja immer noch... Blutes, Entschuldigung, sind wir sowieso, weil ein Blut, Gott hat die Menschen in einem Blut erschaffen, das schon mal zum ersten Mal. Wenn du jetzt hier mit dem Blut anfängst, wirf das nicht durcheinander. In der Bibel steht ganz deutlich drin, wir sind alle aus einem Blut entstanden. Und wir wissen selber, wir haben gerade die Geschichte von Noah gehabt, ja, von der Arche. Da sind 8 Menschen runtergekommen, wir sind alle von dem Blut, welche Farbe wir auch haben. Ne? Also wenn du jetzt mit Blut anfängst, pass auf, dass du dich da jetzt nicht irgendwo rein verrennst. Ne? Ja, ich weiß nicht, es gibt Gesetzmäßigkeiten, lieber Bruder. Also Gleiches löst sich nun beim Gleichen und gewisse Dinge lösen sich halt nun mal nicht oder die verbinden sich halt so, dass sie sich nicht mehr miteinander oder dass das nicht miteinander gelöst ist. Deswegen denke ich halt, oder ich weiß ja nicht, oder ich, wenn du sagst, nee, als Jesus Christus auf die Welt gekommen ist und den neuen Bund aufgerichtet haben, da wurden die Menschen alle gleichgeschaltet. Das waren ja vorher, waren sie alle anders. Da waren sie ja gehört, jeder in ihrer Art und jede Nation und alles. Die Menschen sind nicht alle gleich, nur in Jesus Christus eben, sind das wir alle gleich. Das hat sich, ne? Ja, damit, also, mit der Erscheinung von Jesus Christus hat sich das ja nicht geändert. Ich möchte dir mal kurz ein Zitat vorlesen aus dem Buch Herrscher des Bösen von Martin Luther. Vielleicht macht es dir das deutlich genug. Auf Seite 30, also ziemlich am Anfang des Buches, in der englischen Version steht, ich lese es jetzt in Deutsch vor, anstatt in Englisch, wie es hier steht. Nach Martin Luthers Meinung, soweit es Gott betrifft, ist Jerusalem und das ganze zwischen Anführungszeichen heilige Land nicht ein bisschen mehr oder weniger interessant als die Kühe in der Schweiz. Und damit trifft Martin Luther das ziemlich genau auf den Kopf. Und wenn du dir diesen Satz verinnerlichst, dann verstehst du, was wir die ganze Zeit probieren, deutlich zu machen. Weil ich habe das Gefühl, dass wir irgendwie aneinander vorbeireden. Ja, ich habe auch die ganze Zeit das Gefühl, wir reden total aneinander vorbei. Schade eigentlich. Ich fand das einen ganz interessanten Aspekt. So, ja, weil, gut. Wie gesagt, wenn wir das so abgleichen, was wir oder ableiten, was in der Welt sich vollzogen hat und das, was in der Bibel steht, ja. Nee, gut, ist auch an sich soweit. Schau, der Punkt. Ich versuche es nochmal deutlich zu machen, weil ich möchte ja, dass wir alle zu demselben Verständnis kommen. Es geht ja nicht darum hier, dass der eine dem anderen eine Meinung aufzwingt oder so. Es geht ja nur darum, dass wir zu dem Verständnis kommen, dass wir sagen, Jesus Christus hat ganz deutlich gemacht, dass sein Königreich nicht von hier ist. Wenn du Christ bist, dann bekennst du dich zu Jesus Christus und zu seinem Königreich. Das habe ich begriffen, echt. Ohne Witz, ehrlich, das habe ich begriffen. Ja gut, was ist denn dann dein Punkt? Worum geht's denn dann? Weil dann geht's ja nur. Ja, dann kann ich das leider nicht so begreiflich euch machen, wie ich das gerne begreiflich machen möchte. Schade. Ich muss mir sonst noch mal irgendwie Gedanken machen, wie ich das sonst anders formulieren kann. So wie du es bis jetzt ausgedrückt hast, verstehe ich das auf die Art und Weise mit der Antwort, die ich dir gegeben habe. Ich ja, möchte eben, dich aber gerne richtig verstehen, das, Bruder. Es ist leider kommt mir da irgendwie, kommen wir da nicht irgendwie, ich kann es euch nicht begreiflich machen, den Punkt, den ich ansprechen wollte. Zumindest Stand jetzt. Ich weiß ja nicht, vielleicht fällt mir noch mal was anderes ein, wie ich das noch mal beschreiben könnte. Oder naja, du hast ja noch ein paar Tage Zeit zur nächsten Bibelstudie. Vielleicht fällt dir ja in der Zwischenzeit was ein, wie du das formulieren. Ja, ich kann mal gucken. Vielleicht kann ich das anders formulieren, aber ja. Ich denke, dass es daran liegt, weil, guck, schau, jeder, ja, weder ich, Michael ich, noch ich verstehe. Ich glaub's ja, eben, das ist ja das Problem. Ich kann es jetzt nicht so begreiflich beschreiben, wie ich das gerne möchte und damit reden wir halt ständig aneinander vorbei. Ja, ja. Schade. Ja. Ist auch das erste Mal, dass uns das passiert, ne? Ist, glaube ich, nicht das erste Mal, nein. Aber ich glaube, unsere Konzentration ist jetzt auch nicht mehr auf der Höhe nach 97 Minuten, ne?
Ja, ich bin auch ehrlich gesagt auch schon die ganze Zeit seit Beginn der Lesung ziemlich hungrig und hier wartet das Essen darauf, gekocht zu werden. Und ja, ich denke, das ist jetzt auch ein guter Punkt, da mal vielleicht auch von meiner Seite auch auszusteigen. Ja, ich bedanke mich an der Stelle für das Gespräch heute oder die Studie, die Lesung mit euch. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Und bis dahin lest eure Bibel und Maranatha.